Lialo, da brat mir doch einer mal Storch, habe ich gedacht, als ich das wiedergefunden habe. Und außerdem habe ich da mein Hintergrundbild wieder untergebracht. So, worum geht's? Es geht um Python. Störche fressen Schlange. So, ich habe nämlich gefunden, wieder mal einen Bug. Ja. Sinn und Zweck dieses Videos ist, darauf hinzuweisen, dass es nicht immer unbedingt sinnvoll ist, ein fremdes Paket, ein fremdes Modul, besser gesagt, in Python einzubinden. Python 3 zum Beispiel. Jetzt könnte man meinen, Python 3 ist aktuell und wunderbar und gepflegt. Jetzt sucht man für ein eigenes Programm irgendein Modul, zum Beispiel, um Sound auszugeben. Ja, Sound, weil man hat jetzt Wave-Dateien. Jetzt käme jemand auf die verrückte Idee, auf der Suche nach Sound das Modul Orca zu benutzen. Ja. From Orca Import Sound. Wenn das bei euch nicht mehr geht, also nicht mehr, dann liegt das an mir. Ich habe nämlich dieses Soundmodul gemeldet als nicht so sinnvoll und es wird gelöscht. Sound. Nicht, dass Orca jetzt keinen Sound mehr ausgeben könnte. Nein, das Modul Sound wird entfernt, habe ich gemerkt. Gemeldet. So. Also ihr seid irgendwie auf das Soundmenü Modul gestoßen. Sound, ja, liegt in userlib Python 3 dispackages orca sound.py. Das wolltet ihr vielleicht in euren eigenen Projekten wiederverwenden. Und das ist dann mitunter doof. Ja, gut, ich mache das hier vom Terminal aus, könnte auch skriptbasiert in einer Datei passieren. Gut, ich mache das jetzt hier mal ein bisschen ungewöhnlich. Das ist eigentlich nicht die feine englische Art, aber ist ja egal. Also self ist gleich, self ist gleich Sound und davon die Klasse Sound. Dieses Sound-Moduls hole ich mir, eine Variable, die der Klasse entspricht. Also wie gesagt, jetzt nicht die feine englische, was ich hier mache, self. Aber es könnte ja passieren, ihr kämmt so auf die Idee, weil es halt funktioniert. Ja. Normalerweise macht man das nicht so. Aber ist ja jetzt egal. Jedenfalls ist es doof, sowas dann in eigenem Programm zu machen. Gut, dieses Soundmodul braucht zum Initialisieren einen Dateinamen. Hier zum Beispiel die README-Wave-Datei, die hier in meinem Ordner liegt. Ne? Also dieses Soundmodul will das so. Und ja, das muss ich natürlich da oben eingeben. So. Und es könnte jetzt jemand auf die Idee kommen, das ist ja wunderbar. Ich könnte jetzt meine README-Waff schön mit Orca vorlesen. Das hat ja schließlich ein Soundmodul, muss ich mich um Sound nicht mehr kümmern. Gut, self.play, und das geht auch. Self, ja. Und dann liest er was vor. Wenn ihr das jetzt hört, weit entfernt. Das ist jetzt der Sound der README-Waff-Datei. Wunderbar. So, blöd ist es nur, wenn man dieses Modul, dieses Soundmodul von Orca importiert. Das ist eigentlich eine verwaiste Datei, die von keinem Mensch mehr gepflegt wird und hat seit 2009 keiner mehr angeguckt. Nur ich. Und ich habe natürlich wieder Sicherheitslücken gefunden. So, jetzt lassen wir unseren Storch mal Python, also die Schlange, fressen. Ja. Gut, jetzt kopiere ich mir mal den Dateinamen. Also Sinn und Zweck dieses Videos ist, darauf hinzuweisen, dass es vielleicht doof ist, solche Module, die irgendwo rumdümpeln und vielleicht überhaupt nicht mehr maintained sind, in eigene Projekte einzubinden. Machen wir jetzt mal, nehmen wir mal den anderen Dateien. Das könnt ihr auch per User Interface in eurem selbstgeschriebenen Python-Programm passieren. Ja, gut. Nun, jetzt könnte eine Wave-Datei zum Beispiel von Orca vorgelesen werden. Vielleicht, Orca ist ja ein Screenreader und man kommt auf so eine Wave-Datei und liest die mal vor, ne? Genauso wie die README. Und dann würde Folgendes passieren. Ja? Es würde anstelle der Wave-Datei abgespielt, die darin enthaltene Shell Kommandos ausgeführt durch das führende Anführungszeichen da, dieses Hochkommata.
Und, Semikolon, kommen wir wieder mal auf eine Shell. Habe ich diverse Videos zugemacht, will ich euch nicht langweilen. Ich drücke mal Enter. Und wir müssen natürlich wieder mit Self-Play, jetzt ist der Pfad gesetzt, das abspielen. Normalerweise sollte ja der Inhalt der Datei jetzt abgespielt werden, aber stattdessen, bom, ja. Storch hat Python gefressen, ja. Also wie gesagt, hier ein Hinweis. Unser Storch hatte Python, gut, was war das? Ein Shell-Kommando injiziert. In Form eines Dateinamens, ja, hatten wir schon diverse Videos gemacht. Woran liegt das? Nun, speziell bei Orca gibt es dieses Soundmodul und kein Mensch kümmert sich mehr darum. Den entsprechenden Bug habe ich gemeldet und dieses Soundmodul wird jetzt entfernt, sodass das hier nicht mehr funktioniert, wenn ihr das Video zu einem sehr späten Zeitpunkt anschaut, also Hinweis, nicht in eigenen Projekten solche Module verwenden, die vielleicht kein Mensch mehr benutzt. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Programmiert eure Soundausgabe lieber dann ein bisschen selber oder schaut euch die Module an. Werden die überhaupt noch gepflegt? Selbst ein sehr gut gepflegtes Modul wie Orca, ne, dem Bildschirmreader, hat verwaiste Python-Skripts, die auf eurer Platte landen, bindet die in euren eigenen Dateien ein, euren eigenen Skripts, führt dies gegebenenfalls in eurem Projekt zu einer Sicherheitslücke. Und dann frisst der Storch, ne, der Storch ist der Angreifer, ja, brat mir einen Storch. Euer Programm, wo ihr doch einfach nur ein scheinbar sicheres Python-Modul importiert habt. Also immer gucken, Module importieren, schön. Aber sind die überhaupt noch gepflegt? So gepflegter Storch sieht ja auch schön aus. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.